Willkommen zurück in diesem Mass Effect mit Mords Let's Play. Wir gehen zu den Kroganern. Nach Eladin. Man hat uns nach Eladin eingeladen. Sind machen jetzt im Orbit von Kadera. Ja, ich weiß. Wir machen kroganische Missionen zuerst. Ich habe das Gefühl, da ist die schnellste Action. Oh, verdammt! Wo ist denn das Ding? Da, Eladin. Bringt mich zum Laden. Möchte ich das kippen? Ich habe eine fette Mass Effect Pause gemacht. Sowieso ziemlich nicht so viele Games gezockt. So viel gearbeitet. Vorsicht, es heißt, hier gibt es überall Piraten. Man möchte meinen, dass ihnen irgendwann die Leute ausgehen, die sie bestehlen können. Space Pirates. Was sagt der Scanner? Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Ein großes Mineralienvorkommen. Sie klingt wie ein Roboter. Okay, bring mich rein, Roboter. Geht gerade nichts weiter. Oh, bring mir CU. Graphit. Ah, das war nur ein Graffiti-Lager. In letzter Zeit 40 Minuten zur Arbeit geradelt und dann wieder zurück. 40 Minuten. Das ist schon viel zu anstrengend. Normal sind es nur 12 oder 15. Dann haben sie mich woanders hingewechselt für kurze Zeit. Ist das ein Mond? Das ist gar kein Planet, oder? Das erinnert mich an Riddick. Pitch Black mit seinen zwei Sonnen oder so in die Richtung. Ah ja, das schaut schon cool aus. Ich würde mir den größeren Planeten nehmen, aber nicht meine Entscheidung. Okay. Der Planet ist cool, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Wie Wüste. Aber gute Wüste, nicht Eos Wüste. Ah, Valkyrie. Ich glaube, ich habe nichts Besseres. Ich glaube, ich habe auch keine Rüstung dazu bekommen. Nicht wirklich, nein. Warte mal. Hey, jetzt kann ich mir meine N7 Sachen raufhauen. Ich weiß nicht, ob das besser ausschaut. Ich habe immer eine ganze Rüstung benutzt. Mods. Ist mir doch egal. Es gibt nur, es macht nur eins Schild und das wäre Biotik Kräfteschaden, aber. Ach, wir haben einfach das drauf. Was haben wir für einen Helm? Können wir auch gleich durchwechseln. Diesen. Schaut fast cool aus. Fast schaut cool aus. Da benutze ich fast nie was. Charles und Liam. Nein. Wir brauchen einen Groganer auf unserer Seite. Weil das jetzt seine Map ist. Und wir brauchen was Perfektes für die Wüste. Rot. Passt. Auswahl bestätigt. Wieder keine Musik. Sam, sende Kello den NAV-Punkt, den wir von unserem kroganischen Kontakt haben. Drac, wir landen auf Eladin, um Jorgels Trucks zu treffen. Bin unterwegs. Das hat den Anflug nur cinematischer gemacht. Der Megagener. Wo genau ist der Treffpunkt? In einem Laden namens Paradise, mitten im Nirgendwo, soweit ich das sehe. Kroganer haben eine andere Vorstellung vom Paradies. Ein Reliktraumschiff? Nein. Nur 41% liegen frei. Ich werde so viele Informationen wie möglich sammeln, Pathfinder. Verdammt. Das Spiel wird immer besser und schöner. Mir kommt vor, sie haben es mit den ersten 3 Stunden vermasselt. Bisschen mehr als die ersten 3 Stunden. Eos war ja auch dabei. Der schlechteste Anfang und es wird immer leicht besser. Schaut euch diese Aussicht an. Wie sich die Bäume bewegen und die 2 Planeten, 3 Planeten im Hintergrund. Verdammt, das kommt gleich in die Montage.
in der Beautiful Sky Montage, in der ich arbeite, und noch mehr Footage brauche. Verdammt, schaut das gut aus. Unglaublich. Wer lebt außer den Kroganern noch hier? Plünderer, die nichts zu verlieren haben. Verbrecher, die aus Kadara rausgeworfen wurden. Das wird bestimmt interessant. Verdammt, schaust du gut aus, Map. Verdammt, schaust du gut aus. Schaut euch das an. Da zahlen sich die Graphics, Mods und hohen Einstellungen aus. Oh, das gefällt mir schon viel besser als Eos und Kadara. Hui! Und vermasselt. Was haben wir da? Nicker? Fluorid. Weiß ich gar nicht, ob ich das brauche. Oh. Bin geflasht, wie cool das hier ausschaut. Ich bin mir sicher, ich habe es damals auf der PlayStation 4 gespielt. Da kommt das natürlich nicht ran. Aber verdammt, schaut euch das an. Oh. Oh, ich nehme ja auf, oder? Okay. Nein, mach die Waffe weg. Ah, ist klar, ich bin hier draußen. Oder drück irgendeinen Schwachsinn. Oh. Verdammt, schaut das cool aus hier. Soll ich nur diesen Krater an? Ich hüpfe fast rein, weil ich ihn so cool finde. Char, raus aus meinem Bild. Verdammt. Verdammt, schaut das gut aus. Verdammt. Da ist in die Montage, keine Sorge. Mit so viel Wasser könnte man eine Siedlung monatelang versorgen. Damit die Engländer auch was davon haben von dem Let's Play, kommt das alles in die Montage. Wasserverteiler. Jo, Bro. Wenn Sie wegen Wasser hier sind, müssen Sie erst mit Enia sprechen. Sie einigen sich mit ihr, erhalten von ihr einen Beleg und ich gebe Ihnen das Wasser. Sie können entweder die gesamte Menge auf einmal mitnehmen oder sie aufteilen. Das liegt ganz bei Ihnen. Es ist irgendwie merkwürdig, dass die Wassertanks so nah an dieser Schlucht stehen. Ich habe gehört, es sei eine Vorsichtsmaßnahme. Sollte irgendjemand versuchen, das Wasser zu stehlen, öffnet Ania die Tanks und lässt es in die Schlucht laufen. Ich selbst habe das noch nie miterlebt, aber andere schon. Können Sie sich das vorstellen? Was für eine Verschwendung. Steht all das Wasser hier zum Verkauf? Ein Teil geht natürlich an den Handelsposten, aber ja, das meiste steht zum Verkauf. Jeder, der auf ihr Laden Wasser will, muss hierher kommen. Ansonsten ist es auf dem Planeten kaum zu finden. Wo kommt dieses Wasser her? Ich denke, das ist ein Geschäftsgeheimnis. Nicht einmal ich weiß, woher Enia es bekommt. Anfangs dachte ich, sie würde mit Kadara handeln, aber das kann nicht sein. Diese Mengen können unmöglich von Kadara stammen. Ich will Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Danke. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Tag. Das ist eine gemein fiese Taktik, aber es wird wirken, weil niemand wird dieses Ding, diese Basis plündern für das Wasser, wenn sie das Wasser dann in die Schlucht runterschießen. Da wissen sie dann schon, dass sie da nicht mitspielen brauchen bei diesem Spiel, weil sie nur verlieren können. Erstens wird es verteidigt durch Wachen. Can't house it. Und dann wird es wahrscheinlich auch noch weggeschüttet. Hey, Bro. Hey, ich kenne Ihr Abzeichen. Sie sind von der Nexus, richtig? Ein Pathfinder. Kent Halsey, Nexus Sicherheit. Deine Augen schon ein bisschen abgeäfft aus. Ich wusste gar nicht, dass sich Ihre Pflichten sogar bis nach Eladen erstrecken. Tun Sie auch nicht. Ich bin aus persönlichen Gründen hier. Meine Schwester Isabel hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Sie schloss sich der Rebellion an und wurde nach Kadara verbannt. Und irgendwie hat sie es geschafft, genügend Leute zu verärgern, um letztlich auf diesem Drecksplaneten hier zu landen. Sie gehören den Sicherheitskräften an und ihre Schwester ist eine Unruhestifterin. Das muss für sie eine unangenehme Situation sein. Das ist mir egal. Ich bin hier, um nach ihr zu suchen. Ich weiß, dass sie nicht wieder auf die Nexus zurückkehren kann, aber wir können auf Kadara neu anfangen. Zusammen. Sie würden für sie ihr Leben aufgeben? Izzy ist die einzige Familie, die ich habe. Ich würde alles für sie tun. Das Problem ist, ich habe diesen Planeten unterschätzt.
Ich habe weder ein Fahrzeug noch irgendeine Möglichkeit, mich vor der Hitze zu schützen. Ich habe noch nicht mal angefangen und stecke schon fest. So schöne Grafik und dann haben sie die Frisur von dem Typen komplett versaut. Aber sie haben komischerweise am wenigsten Detail in die Menschen und Turianer und das Sari hineingesteckt. Keine Sorge, ich kann Isabel für sie aufspüren. Ich hatte gehofft, dass sie das sagen. Ich denke, diese Bergungsgutsammlerin von Kedera weiß etwas über sie. Mir wollte sie nichts verraten, aber vielleicht bekommen sie ja etwas aus ihr raus. Die Kroganer und die Charles. Die Angara schauen so gut aus. Aber alle anderen Rassen? Nee. Schau, die haben sogar Farben im Gesicht und die unterschiedliche Farben. Hauptsächlich die Frau hier, aber ich weiß nicht, warum sie bei den Turianern und die Asari schon sowieso alle gleich aus so schwach nachgelassen haben. Was machst du? Verstecken spielen? Erregen Sie keine Aufmerksamkeit. Die dürfen mich nicht sehen. Was machen Sie da? Ich schleiche mich auf das nächste Schiff, das von hier verschwindet. Ich habe genug von diesem Scheißplaneten. Ich habe einen Schmuggler auf Kedera dafür bezahlt, dass er auf mich wartet. Jetzt muss ich nur noch zu ihm kommen. Und bisher haben sie mich noch nicht entdeckt. Ich glaube, diesmal schaffe ich es. Ich muss nur schnell genug sein. Ich sollte die verantwortlichen Stellen informieren. Das hier ist ihr Laden. Hier gibt's keine verantwortlichen Stellen. Ich verliere vielleicht meine Wasserprivilegien, aber das ist es mir wert. Wenn ich versuche, von hier abzuhauen, sterbe ich vielleicht. Wenn ich bleibe, sterbe ich auf jeden Fall. Vor allem nach dem, was ich getan habe. Was ist passiert? Haben Sie die falschen Leute verärgert? Ich hatte mich bei Ataraxia einem Gangboss namens Little Mouse angeschlossen. Er wirkte ganz okay, bis er angefangen hat, Leute zu versklaven. Ich war damit nicht einverstanden, also habe ich sie alle befreit. Und jetzt sind seine Jungs hinter mir her. Man kann Little Mouse nicht entkommen, außer ich schaffe es, von Eladen zu verschwinden. Little Mouse? Oh, ist das eine Disney-Reference? Ich wusste nicht, dass es auf Eladen Sklaverei gibt. Das ist übel. Es kommt selten vor. Little Mouse hat es als einer der ersten versucht. Er ist noch ein Kind, also haben ihm die Leute vertraut und sind ihm gefolgt. Ich bin darauf reingefallen und andere Plünderer werden es auch. Das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist fliehen. Na, dann will ich Sie mal nicht weiter stören. Sehr gut, hauen Sie ab und hey, Sie haben mich nicht gesehen. Little Mouse, nee, das kann keine Disney-Reference sein. Oh, ich müsste mir mal schnell meine Maus, Mickey Maus-Stimme aufwärmen. Eine gute Impression. Oh, I'm gonna kill you. Oh, get me aus dem Weg. Oh, was tut ihr denn hier voll Koffer hier? Oh, das Wort gehört mir wie alles. Oh. Ich weiß nicht, ob das gerade aufgewärmt genug war. Der rennt gerade ziellos durch die Gegend. Nimm Fluorid. Das sind Wassertürme. Die gesamte Versorgung der Kolonie hängt von Enea ab. Ja, das wissen wir schon. Danke, Bro. Ein bisschen zu spät, aber ein bisschen zu spät. Ist noch was zu sehen hier? Also der nächste Platz an Bord eines Shuttles, das diesen Planeten verlässt, gehört mir. Ich habe Credits und ich muss wirklich zurück auf die Nexus. Das meine ich. Die Turianer-Gesichter, da haben sie stark nachgelassen. Oh, so hoffe ich's. Nein, das Licht ist zu sehr im Weg. Das ist das Einzige, was mich stört, aber ich habe auch keine besseren Mods gefunden. Für bessere Vielfalt. Es gab eine Play as a Turian Mod, was ich gesehen habe. Ein englisches Let's Play. Ein englisches Let's Play dann mal. Oder eine Sari kann man auch spielen, aber soll beides ziemlich viel glitschen, was ich gelesen habe. Was es nicht schlechter macht. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Womit? Wonach sieht's denn aus? Ich muss Lieferungen koordinieren. Selbst in einer Ödnis muss zumindest der Handel blühen. Was können Sie mir noch über Enea erzählen? Ich habe mal gesehen, wie sie einem Plünderer aus 50 Metern den Visor vom Kopf geschossen hat. Seitdem habe ich es mir zur Regel gemacht, niemals hinter ihrem Rücken über sie zu quatschen. Sie wollen mehr über Enea wissen? Dann reden Sie mit Enea. Warum greifen die Plünderer die Docks nicht an? Weil sie kapiert haben, dass sie Enea brauchen. Ohne ihren Einfluss sind sie alle so gut wie tot. Und wenn doch irgendjemand aus der Reihe tanzt, kümmert sich Enea um ihn. Oder die anderen Plünderer. Das klingt nach einem empfindlichen Gleichgewicht. Empfindlich? Wohl kaum.
Es ist ein System, das durch große Waffen und Hochgeschwindigkeitsprojektile aufrechterhalten wird. Ich überlasse Sie dann mal wieder Ihre Arbeit. Gut. Gehen Sie und versuchen Sie, niemandem ans Bein zu pissen. Doch, das werde ich. Meine Rüstung schaut schon dreckig aus. Das ist ein Flugzeug. Ist das normal, dass meine Rüstung dreckig ist auf dieser Map? Gehört das dazu? Ist das cool? Dann haben wir eine Landekapsel. Whee! Super Jump Rider! Sind Sie Jorgel Strux? Kommt drauf an, wer fragt. Ich bin der Pathfinder von der Nexus. Sie wollten sich hier mit mir treffen. Ja, wollte ich. Danke fürs Kommen. Viele von uns in der Initiative bedauern es sehr, dass die Kroganer gegangen sind. Einige meiner besten Freunde sind Kroganer. So ist es. Ich wollte die Nexus nicht verlassen. Aber ich musste mein Volk und meinen Clan unterstützen. Also, es gibt Probleme in der Kolonie? Sie hat einen gefährlichen Weg eingeschlagen. Wir können dort nicht länger leben. Morda hat sich zu einer Tyrannin entwickelt. Hat sie sie rausgeworfen? Noch nicht, und deshalb halten wir auch die Füße still. Ich will sie im Auge behalten. Sie plant einen Angriff auf die Nexus, so viel wissen wir. Die Audiologs, die Sie uns geschickt haben, klingen tatsächlich danach, als würde sich da etwas Übles zusammenbrauen. Mordor wird diese Kolonie zugrunde richten. Und dann werden wir alle sterben. Die Kroganer werden sterben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Selbst Kroganer brauchen Nahrung und Wasser. Aber Mordor rationiert unsere Vorräte. Meine Gruppe ist der Meinung, die Kroganer sollten Frieden mit der Nexus schließen. Wir brauchen die Kroganer. Und die Kroganer brauchen uns. Wir kamen als Einheit nach Andromeda. Da sollten wir zumindest versuchen, unsere Differenzen beizulegen. Tja, wenn Mordor so weitermacht, gibt es bald keine Kolonie mehr, mit der Sie Frieden schließen können. Aber wenn Sie mir nicht glauben, gehen Sie in die Kolonie. Sehen Sie sich selbst an, was sie vorhat. Reden Sie mit Ravenor Brank. Er gehört zum inneren Kreis und ist einer von uns. Wenn wirklich die Sicherheit der Nexus auf dem Spiel steht, werde ich es tun. Sie sollten allerdings hoffen, dass sie mich nicht auf der Stelle erschießt. Ja, das wäre ein schlechtes Omen. Dann schießen wir sie zurück. Das packt sie doch nicht. Wir sind doch viel zu stark. Richtig, Ryder? Bin da. Alles klar, Drax, wo bist du? Die hüpfen hier drüben mal rum, wie Verrückte. Alles klar, Jungs, okay, ihr habt's geschafft, einer von euch. Was gibt's da zu glotzen? Was? Um ehrlich zu sein, bin ich einfach nur neugierig, was hier so los ist. Was hier los ist, geht dich einen Scheiß an. Zieh Leine oder ich schieß dir die Kniescheiben weg. Ich dachte, hier sind keine Waffen erlaubt. Das wird dich außerhalb der Tore nicht schützen. Also mach dich lieber ganz schnell vom Acker, wenn du mich da draußen siehst. Pathfinder, ist es wirklich notwendig, sich mit diesem Individuum einzulassen? Ich wüsste nicht, wie uns das weiterhelfen sollte. Es ist Sam. Okay, Leute, ziehen wir uns zurück. Nein, wir markieren unser... Wir markieren unser Revier. Was gibt's da zu glotzen? Ich habe dieses kleine Gespräch gehört. Ich verstehe das nicht. Jeder Bewerber der Initiative wurde durchleuchtet. Warum sind so viele von Ihnen jetzt gewalttätig und launisch? Glauben Sie, da stimmt was nicht? Das würde ich gern herausfinden. Können Sie die Plünderer hier im Paradise scannen und mir die Daten senden? Und Sie wissen schon, unauffällig. Nee. Wow, bei dem sollten Sie aufpassen, Ryder. Hab's erhalten. Ich füge es meinen Datenbanken hinzu. Was gibt's da zu glotzen? Was ist unauffällig? Das Wort kenne ich nicht. Auf hier. Unauffällig. Es hat nicht funktioniert. Versuchen Sie es mit jemand anders. Na. Kommen Sie nicht näher. Hier ist Zutritt verboten. Okay. Wow. Verschwinden
Die sind ja gewalttätig. Kein Plünderer, Ryder. Aber gewalttätig. Ich hab's gehört. Wird. Mental wehgetan. Wunderschön, oder? Ich weiß noch, wie ich das hier zum ersten Mal gesehen habe. Ich dachte mir, ja, das ist ein Zuhause. Willkommen hier entlang. Und da war ich nicht der Einzige. Was für eine rührende Geschichte. Nee, ist hier cool, ja. Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Cool, cool, cool. Ich brauche nichts mehr anschauen hier. Blünderer scannen. Wurden ihrem Nav-System hinzugefügt, Pathfinder. Ja. Oh, schaut euch diesen Baum an. Können wir darüber hupfen? Das probieren wir doch. Nein! Sam, ist es etwa noch heißer geworden? Der Wärmeindex steigt rapide. Ihr Körper wird das nicht mehr lange aushalten. Ich schlage vor, Sie ziehen sich in ein kühleres Gebiet zu. Verstehe. Sars, geh zu dem Baum rüber. Ah. Yes. Ey, da gibt's sogar Loot, verdammt. Da muss doch einen offiziellen Weg dann rüber geben. Und Affen. Haben die ihre Affen mitgebracht, die Kroganer? Pie-Checks, so heißen die Dinger. Eure Pie-Checks. Muss wohl so sein. Schaut euch das an. Blutbehälter. Was war das Goldene? Irgendeine Waffe. Die war so schnell weg, ich hab's gar nicht gesehen. Irgendeine goldene Waffe und mehr Loot. Okay, wir haben auf jeden Fall mal genug Fluorid. Das Einzige, was ich brauche, ist CU. Nee, wir gehen nicht Waffe schauen. Wir machen die Tratsch-Mission und dann Zeit für Action. Schon lange Zeit für Action. Noch keine guten Händler hier gesehen, kommt mir vor. Hey! Element Zero ist auch viel wert. So! Oh. War nicht der beste Sprung. Schickes Schiff haben Sie da. Brauchen Sie betrunken. Nehmen Sie einen anderen. Jetzt haben wir alle gescannt. Das war's. Ich hab's jetzt ein bisschen Dialog verschluckt, weil ich so schnell gescannt habe. Oh. Come on, Super Jump Rider, was wird das? Was glaubst du? Brandneue Panzerung, gut gepflegte Waffen. Ich schätze mal, Sie gehören nicht zu den Einheimischen. Sie wurden dazu ausgebildet, so etwas zu erkennen. Einer der Gründe, warum mich hier NIA angeheuert hat. Ich weiß, mit wem man sich gut stellen muss. Wie ist Ihre Chefin so? Sie gab mir einen Job und einen Ort, an dem ich leben kann. Dafür bin ich ihr dankbar. Aber? Sie ist nicht gerade nett zu ihresgleichen. Ich habe erlebt, wie sie sich nur aus einer Laune heraus geweigert hat, ihnen Wasser zu verkaufen. Im Gegensatz zu mir hat sie nie auf Kedera gelebt. Alles, was sie kennt, sind die Exilanten auf Eladen. Ihr Verhalten könnte jeden dazu bringen, Fremde zu hassen. Aber ich mag es nicht, andere leiden zu sehen. Nicht einmal Exilanten. Sie arbeiten also für die Wasserhändlerin? Ja, ich habe die Filtersysteme entworfen und sorge jetzt dafür, dass sie in der Hitze nicht ausfallen. Sie sind Techniker? Etwas in der Art. Auf Kedera habe ich Verteidigungssysteme für die Siedlungen entwickelt. Ich war auf versteckte Fallen spezialisiert, die im Dunkeln zum Einsatz kommen. Dieser Arbeit kann ich hier nicht mehr nachgehen. Wieso? Auf Eladen geht die Sonne niemals unter. Es gibt hier keine Nacht, sondern nur immer während des Gleißen des Tageslicht. Deshalb ist das Paradise auch so beliebt. Wasser ist nicht das Einzige, womit wir handeln. Wir bieten auch Schatten. Und wie sind Sie hier gelandet? So wie alle anderen auch. Ich war verzweifelt. Ich hatte auf Kedera Schulden und musste fliehen. Aber ich muss sagen, so schlecht ist das Leben hier gar nicht. Ich pendle zwischen dem Paradise und Neu-Tujanka und halte die Wassertanks in Schuss. Manchmal gehe ich sogar in die Absteige, um den Plünderern ein paar zusätzliche Teile abzukaufen. Sie respektieren mich. Trotzdem vermisse ich die alten, aufregenden Zeiten.
Verteidigungssysteme zu bauen, gab mir das Gefühl, wirklich etwas zu bewirken. Ich sollte jetzt gehen. Seien Sie da draußen vorsichtig. Cooler Typ, auch eine coole Stimme. Warum hast du eine Maske auf? Und du bist? Na, wen haben wir denn da? Ich kann Leute echt gut einschätzen. Soll ich mal raten, wer sie sind? Schießen Sie los. Ein Pathfinder. Beeindruckend. Woher wussten Sie das? Ich hab geschummelt. Ich liefere Bergungsgut nach Kedara und dort verbreiten sich Neuigkeiten schnell. Sie sollten mal hören, was das Kollektiv über Sie sagt. Sie gehören ihm an, oder? Nein, ich lege mich nie auf eine Seite fest. So gehöre ich auch nie zu den Verlierern, wenn es mal zum Kampf kommt. Immer schön beide Seiten spielen. Wissen Sie etwas über jemanden namens Isabel Halsey? Wofür halten Sie mich? Ihre persönliche Datenbank? Sie wissen etwas, das ich wissen will. Also spucken Sie es schon aus. Ich weiß gar nichts. Ich habe nur mal zufällig gehört, wie Ihr Name erwähnt wurde. Eine Gruppe ist hier durchgekommen und wollte mir neues Bergungsgut verkaufen. Sie sagten irgendwas wie, Isabels Zeit läuft ab. Ist das alles? Ich mische mich nicht in Plünderer-Angelegenheiten ein. Das ist schlecht für die Lebenserwartung. Aber wenn Sie diesen Typen einen Besuch abstatten wollen, hier ist Ihr NAV-Punkt. Danke. Was halten Sie von Eladen? Wenn der Wurm oder die Gangbosse Sie nicht umbringen, dann erledigt das die Hitze in Ataraxia. Keine Ahnung, wie hier überhaupt jemand leben kann. Irgendwie schaffen die Leute es offensichtlich. Ja, gerade so. Bei jedem meiner Trips will mich ein entflohener Sklave oder ein ehemaliger Kultist bestechen, damit ich ihn von hier wegbringe. Aber die Kroganer nicht. Ich war in Neu-Tuchanka. Wir könnten uns alle glücklich schätzen, wenn wir so leben dürften wie sie. Habe ich Wurm gehört? Sie hat Wurm gesagt. Gibt's hier dann Fresher More vielleicht? Sie sagten, sie liefern Bergungsgut nach Kedara. Wie genau läuft das ab? Die Plünderer kommen aus dem Höllenversprechen und verkaufen mir ihr Altmetall. Ich bezahle ihnen so gut wie nichts dafür. Nett. Und dann? Dann bringe ich meine Beute nach Kedara und verkaufe sie an die Händler. Sloan verlangt natürlich ihren Anteil, aber meistens mache ich trotzdem einen satten Gewinn. Manchmal kaufe ich sogar Wasser von Enia und verkaufe es teuer in der Absteige. Es ist kein schlechtes Leben. Wenn Sie es sagen. Sie haben bestimmt viel mit den Plünderern zu tun. Nicht mehr als ich muss. Sklaverei, Kannibalismus, Anbetung der Gangbosse. Dabei stellen sich mir die Haare auf. Sie haben keine Haare. Das sind ziemlich harte Worte, wenn man bedenkt, dass Sie eine Ihrer Kundinnen sind. Ich kaufe von Ihnen. Das heißt nicht, dass ich Sie auch mögen muss. Hier mag es sicher sein. Aber wenn da draußen ein Gangboss deinen Tod will, dann bist du tot. Ich habe nicht vor, unvorsichtig zu werden. Passen Sie auf sich auf. Das mache ich immer. Wir haben die Reyes-Sprachoption verpasst. Es ist ein fairer Handel. Warum? Weil Sie es sagen? Zum Teil. Schließlich könnte ich mich in diesem Geschäft wohl kaum halten, wenn ich nicht fair wäre. Wenn Sie das anders sehen, können Sie aber gerne woanders handeln. Genau das mache ich auch. Das ist doch die Stimme der Moschei. Sie sind Enia. So ist es. Sie haben von mir gehört? Manche Dinge sprechen sich eben rum. Eladen gilt als unbewohnbar und dennoch sind sie hier überaus erfolgreich. Das stimmt. Ich habe hier ein kleines Paradies erschaffen. Keine Kämpfe, keine Gewalt. Außerhalb der Tore sind sie auf sich allein gestellt, aber hier drin sind sie sicher. Wer den Frieden stört, bekommt es mit mir zu tun. Hier die Kontrolle zu behalten, ist sicher schwierig. Diese Leute brauchen mich. Sie brauchen, was ich verkaufe. Also benehmen sie sich. Sonst sind sie raus. Also, was kann ich für Sie tun? Wie kann ich Ihnen helfen? Lassen Sie es mich einfach wissen. Sie haben eine ziemlich positive Ausstrahlung für so einen Ort. Ich habe hier auch nichts zu klagen. Ich bin reich und niemand legt sich mit mir an. Ich bin die mächtigste Frau auf ganz Eladen. Wirklich? Ich will nicht angeben, aber ja, absolut. Was gibt es hier sonst noch? Ich bin eine Geschäftsfrau, keine Fremdenführerin. Aber ich sage Ihnen, was ich weiß, wenn mir danach ist. Kommen Sie mit den Kroganern zurecht? Jeder kommt mit dem Traum nach Eladen, bald wieder zu verschwinden. Mit Ausnahme von mir und den Kroganern. Sie haben ihre Kolonie in einen Krater gebaut. Clever. Ich vermute, dort ist es kühl genug für Sie.
Haben Sie eigenes Wasser? Zu Ihrem Pech nicht. Aber Mordor und ich kommen gut miteinander aus. Bis jetzt. Wer lebt auf diesem Planeten? Hauptsächlich Verzweifelte und einige Unruhestifter. Leute, die in der normalen Welt nicht klarkommen. Und Personen, die aus dieser Verzweiflung Kapital schlagen. Wie Sie? Vorsicht, Schätzchen. Sie wollen es sich nicht mit mir verscherzen. Es gibt östlich von hier einen Ort, der Absteige genannt wird. Eine Spelunke, wo Mord und Leid herrschen. Dort sollten Sie mal vorbeischauen. Was können Sie mir über das Schiffswrack erzählen? Ah, Sie sind hergekommen, um sich umbringen zu lassen, oder? Plünderer sind damit beschäftigt, es zu zerlegen, mehr weiß ich nicht. Ich halte mich von Ihnen fern, weil Sie sofort schießen. Was kann ich hier kaufen? Ich weiß nicht. Was haben Sie denn einzutauschen? Ich verkaufe hauptsächlich Wasser. Aber wenn Sie das wollen, sollten Sie rausgehen zu den Tanks. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort auf diesem Planeten, an dem ich weiß nicht, Wasser finde? Nicht wirklich. Und wenn mir Ihr Gesicht nicht gefällt oder Sie mich verärgern, heißt das kein Wasser für Sie. Ah, es gibt doch einen Laden. Ah, Nomad-Verbesserungen. Ah, ja, warum nicht? Was haben wir hier? Waffen keine. Rüstung auch nicht. Mineralien, CU? Nein, kein CU. Mords habe ich verkauft. Lackierung. Die zwei. So. Ja, nehmen. Und alle Bergungsgüter verkaufen. Na, das passt schon. Aber ich habe das Geld dafür. Warte mal, ich hab nicht das Geld dafür. Oh, ich muss mehr Sachen verkaufen, dass ich mir da was leisten kann. Pathfinder, Sweeper. Was ist die neue Waffe? Diese Waffe haben wir bekommen. Verdammt. Das kann ich verkaufen. Das ist doch alles nichts wert. Oh, Controller hat sich ausgeschalten. Controller. Der hat einen fetten Ausschalter gehabt gerade. Krank. Der fällt mir überhaupt nicht weg damit. Jetzt kann ich mir leisten. Okay. Ich bin jetzt ziemlich pleite. Das hat mich ausgenommen. Okay, genug geredet. Zeit, dass wir Missionen machen hier. Zeit für Missionen. Bring mir den Nomad. Das ist also Eladen. Hübsch bis jetzt. Was gibt es hier noch? Außer Sand. Der Relikt-Monolith liegt nahe, dass der Planet in der Tat als goldene Welt vorgesehen war. Außerdem müsste es ein Gewölbe geben. Des Weiteren liegt hier das große Reliktwrack, das wir bei der Landung gesehen haben. Hoffentlich verlassen? Den Scans zufolge nicht. Plünderer und Reliktbots sind dort aktiv. Hier haben Plünderer ein verlassenes Lager zwischen den beiden übernommen. In dieser Richtung, in einem der Krater des Planeten, liegt Neu-Tuchanka, die Kolonie der Kroganer. Krater? Das wird bestimmt lustig. Nicht wirklich. Eladen ist an seinen Schwestermond und diesen Gasgiganten rotationsgebunden. Diese Seite des Mondes kühlt niemals ab. Wer ohne Unterschlupf in einem Krater festsitzt, ist dem sicheren Tod geweiht, weil sein Blut nach 75 Sekunden zu kochen beginnt. Und nach dieser aufmunternden Information begeben wir uns nun in das klimatisierte Paradies des Nomad. Wir könnten noch zu Fuß gehen. Ich will meine Nomad-Tarnung doch noch verändern jetzt. Mal schauen, ob ich mir die Mods raufhauen kann oder ob das nicht automatisch passiert. Was haben wir? Nebula. Nebula haben wir bekommen. Was habe ich mir sonst? Honig. Das schaut auch cool aus. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Team. Mit diesen Tarnungen. Schau. Das schaut cool aus. Ja, wir haben Verbesserungen. Die sind wichtig. Oh,
Ach, gute Arbeit, gute Arbeit. Ich sollte mir mal die Karte anschauen. Sorry, sorry. Oh, ist das riesig hier? Das. Nimm die linke Straße zuerst. Ihre Geschichte ist interessant. Wie oft hat Ihr Volk die anderen Spezies... Für einige von uns einmal zu oft. Das war das ganze Gespräch. Schade. Ja, der Wüstenplanet schaut doch viel cooler aus als Eos. Oh, das ist ein netter Krater. Passen Sie auf den Krater auf. Ja, ich hab's gesehen. Nein, ich will nicht den Nomad verlassen. Wir können zuerst das auch markieren. Dann schaut die Welt cool aus. Schade, dass ich es damals auf der PS4 gespielt habe. Da waren die Grafiken natürlich nicht so weltgeil. Und wie gut das ausschaut. Ich hoffe, es kommt in der Video, nach der Videobearbeitung gut. So, ich auch. Hinaus. Oh ja. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Das Video könnte die Montage schon sein. Der Planet schon wieder einfach nur gut ausschaut. Hab schon eine kleine Oase. Abbauzonen wurden Ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Mal schauen, wo mich das hinführt. Oh, wieder runter. Vor uns werden Plünderer sein, falls die Sonne sie nicht schon erwischt hat. Holen wir uns sie. Sehen Sie sich den an. Der ist schon länger tot. Ein Scan könnte von Vorteil sein, Pathfinder. Na, klappt damit. Kann ich den chargen, bitte? Lass mich chargen. Okay. Danke. Ein bisschen Lob. Doch schon mal cool. Pathfinder, dieser Gesetzlose starb an einer hochgradig ansteckenden Krankheit. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich das auf unsere Leute ausbreitet. Können wir die Quelle finden? Möglicherweise, falls ich mehr Daten erhalte. Lass mich raten, es gibt 10 verschiedene Punkte, wo das sein kann. Und ich werde sie alle absuchen müssen. Wie es in diesem Spiel normal ist. Wir sind da schon da. Das ist besser. Ich rate von längerer direkter Sonneneinstrahlung ab, Pathfinder. Dürfte schwer werden, das hier draußen zu vermeiden. Da ist so ein weicher Sam. Super Charm. Rider. Super Charm. Rada, yeah. Der war gerade nicht super. Komm, Rada, wo sind die guten Chums? Wir sollten nach weiteren Glyphen suchen. Natürlich. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Super Charm. Charm, super. Charm, super Charm. Reicht das? Wo ist der letzte? Hier drüben. Super Charm. Ich orte in diesem Gebiet keine weiteren Glyphen. Ja, ja, ich kann auch zählen. Danke, Sam. Sieht aus, als hätte es funktioniert. Gibt es nur Parcours-Plattformen?
Ja, die brauche ich nicht. Ich habe super Jump-Fähigkeiten. Das war ja unspektakulär. Dann bin ich drauf gegangen hier. Diese Hitze ist unerträglich. Ich registriere eine beträchtlich niedrigere Temperatur im Schatten. Pathfinder, ich registriere für uns einen Temperaturabfall. Die Plünderer haben in den Dünen ein Lager aufgeschlagen. Oh. Nein. Ist es im Schatten wirklich kälter? Da ist ein Dach. Ich glaub's kaum, Little Maus. Das klingt jetzt schon nach Ärger. Schaltet er die Verteidigungslagen. Oh. Stellt euch vor, Kinder, im Schatten ist es kühler als in der Sonne. Wer hätte es gedacht? Wo ist meine Karte? Verdammt. Okay. Okay, gehen wir da zuerst drauf. Und weiter strecken. Das wird ein interessanter Aufstieg. Oh, komm schon. Oh, yes. Hey, halt auf. Da kommen sie. Boom. Wer lebt hier noch? Niemand. Gut. Das war meine Singularität. Ich glaube, die muss ich gar nicht ausschalten. Oder auch nicht. Ihr wisst schon. Scannen. Das bringt mir nicht viel. Und da ist keine Loot. So einen Außenposten zu bewachen, muss die Hölle sein. Da hilft nicht mal eine Klima. Interessant. Schauen wir uns das hier unten an. Pathfinder, ich orte Konstrukte von Plünderern voraus. Was schießen die eigentlich? Kampfbereit machen! Warum rennst du weg? Ah ja, Scharfschütze. Come on. There you go. Verdammt, ich liebe Vanguard. Da lebt doch noch was, Jungs. Kümmert euch drum. Machen die Credits. Echt jetzt? Der ignoriert mich einfach. Krass, krass. Okay, wie kann man wieder um diesen Felsen jetzt rundherum? Karte sagt. Oh, verdammt. Rechts entlang. Nehmen wir den rechten Weg. Ausnahmsweise. Wir haben ja Boost. Wieso schließt sich jemand am Ende seines Lebens der Initiative an? Wieso schließt sich jemand am Anfang seines Lebens Fremden wie uns an? Abgesehen davon, wer sagt eigentlich, ich wäre alt? Wer sagt, ich würde bald sterben? Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Doch, haben Sie. Ich bin mir sicher, das habe ich nicht. Wollen Sie jetzt auch noch behaupten, ich wäre taub? Ryder. Vergessen Sie's. Ich halte mich da raus. Hey, Sie haben ja recht, Joy. Ich bin alt. Trotzdem steckt noch jede Menge Leben in mir. Ah, oh, was für ein Anführer dieser Ryder ist. Er hält sich einfach raus. Hey Jungs, was geht ab? Ist hier überhaupt jemand? Nichts aus. Wird das wohl eine Mission später sein? Ja, okay. Oh, da hatte ich nicht hupfen brauchen mehr. Ich hab's so schon eingepackt. Da mal einen Weg durchfinden, ist die harte Arbeit. Oh, was sind das für Dinge?
Okay, da ist eine Absteige. Ist das die Absteige, die sie mir erzählt haben? Schaut so aus. Ja, und da. Na, genau. Das ist die Absteige. Ich kann Danke. Die Gewalt und Verderbtheit schon riechen. Haben Sie schon mal von Ganoven-Ehre gehört? Nein. Gibt es das wirklich? Eher nicht. Schießen Sie auf uns. Ja, immer. Die schießen auf uns. Das wird ein guter Fight. Ha! Entschuldige, Klampe! Kopf! Pathfinder, Verstärkung wird in Kürze eintreffen. Bring it, Ding Dongs. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Nehmen Sie den Alarm. Wir müssen was unternehmen, Kleiner. Wir können nicht zulassen, dass diese Plünderer die Leute ermorden. Beeilen wir uns. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Ich bin nicht tot. Der Kroganer braucht Hilfe! Warum ist er denn tot? Oh, Granate, Jungs. Gut ausgewichen. Das wollte ich scannen, dich. Ha! Oh, das war krass. Immer noch heiß. Ach, auf zu meckern. So, bitte. Was wollte ich eigentlich verraten? Also nicht. Ah, Nahkampfzeit. Der Kroganer mischt sich auch ein. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Ach, komm schon. Auf zum Meckern, Kleiner. Auf zum Meckern. Bin ich noch schon kleiner. Kommen Sie hier auch rein? Anscheinend. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Alter Rider, auf zu kriegen. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Ah. Da jammert was dahin. Wir müssen nicht mehr aus in dieser. Die Plünderer müssen diese Bauten übernommen haben. Ich frage mich, was hier früher war. Das war ein Minenaußenposten. Oh! Er ist gescheitert. Das ist ein fetter Mac. Wir müssen aus dieser Hitzezone raus. Und vergessen, dass meine Schilde ziemlich stark sind und mein Leben schwach ist. Wo ist meine Spezialmuni? Ups. Nein. Spezialmuni. Dann war es nicht auf dieser Taste. Da ist es. Backup und Muni. Wirklich. Warum geht das auf einmal nicht? Kann ich meine Brandmuni einsetzen? Nein, kann ich nicht. Deckung gehen, du Spaß. Sorry.
So, jetzt da. Waffen wechseln. Und. Na, jetzt geht's. Okay, jetzt ist der größte Feind schon besiegt. Und dann geht's natürlich. Da war links hin. Das war schlecht. Verschlossen. Sie müssen sich da drin verbarrikadiert haben. Was jetzt? Wenn wir ein Sicherheitsterminal finden, kann ich die Schlösser möglicherweise entriegeln. Noch mehr Gegner. Verdammt, was eine fette Explosion. Sie rennt weg. Der Mac wird doch was getroppt haben, ja. Ah. Deaktivieren Sie den Alarm, bevor Verstärkung gerufen wird, Pathfinder. Ja, wo aktiviere ich denn? Shuttle im Anflug, Pathfinder. Eine hätten wir. So, nicht der Alarm. Hurricane. Auch nett. Das klingt nach Alarm hier drinnen. Ich hasse es, dass wir unser Wasser rationieren müssen. Sie haben es fast geschafft, Pathfinder. Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Wo ist der Alarm hier? Da ist noch einer. Wo ist der Alarm? Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Da oben nicht. Habe ich die gerade aus dem Gebäude rausgeschossen? Langweilig. Wieso hat niemand daran gedacht, ein paar Videos oder so mitzunehmen? Während gerade ein Fight ist. Klingt langweilig, sagt sie. Sie ist verschlossen. Um diese Tür zu öffnen, müssen die Sicherheitssysteme deaktiviert werden. Oh, Kogana. Oh, Kogana-Fight. Kogana-Fight. Wir gewinnen. Hier gibt es endlich mal einen guten Fight. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser... Ach. Ausgezeichneter Schuss! Links hin. Come on. There you go. Ich glaube, das war's. Oh, war ein ziemlich fetter Fight. Oh boy. Da mache ich die Geräusche mit. Das ist der letzte, oder? Das hätten wir. Die Sicherheitssysteme sind deaktiviert. Sonst noch was, Sam? Nein, Pathfinder. Sie sollten jetzt Zugang zu dem Lagerraum haben. Tut mir gut, Loot. Tut mir gut. Für die Loot. Yeah. War das nicht dieser Lagerraum? Hm.
God damn it. Waren wir hier schon? Nein. Schön ruhig wieder. Wir sollten Ryder entführen. Ich meine, kannst du dir vorstellen, wie viel die Nexus bezahlen würde, um ihren Pathfinder zurückzukriegen? Bist du bescheuert? Der Pathfinder hat einen Kroganer im Team. Und wer weiß, wie noch alles. Die machen uns alle, bevor wir auch nur in ihre Nähe kommen. Verdammt, wer sagt das? Wer spricht da gerade? Jetzt schaffen wir es darüber. Und da gibt es natürlich nichts am Dach. Ein Hintereingang? Auch nicht. Den Hintereingang? Nein. Okay. Wo ist mein Questportal? Logbuch. Die Absteige. Da fehlt noch was. Mehr Loot. Das brauchen wir. Wir haben ja kein Geld. Der Name ist Sau. Viel Loot, wie es ausschaut. Ich dann mal durchschauen, was Neues dazugekommen ist. PG-Verstärkerlauf, Brandmunition. Okay. Hier waren wir, glaube ich, schon. Mehr Falls hier. Ja. Nach der Sonne hinaus. Wolltest du das sagen, Mr. Ryder? Ist dir heiß? Gefällt dir nicht die Lahn? Wohl besser? Bist du ja so ein Wohl-Typ? Ja? Ich kann die Türen der Einsatzzentrale von hier aus entriegeln, Pathfinder. Versuchen Sie bitte in der Nähe der Konsole zu bleiben, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Machen Sie sich bereit, Kleiner. Die wissen, dass wir hier sind. Da sind noch mehr. Das kann Vanguard chargen. Entschuldigung, Clan, back up. Oh, Wuff ist geil. Eine Minute. Wir haben es gerade ziemlich chillig. Oder? Drag? Ziemlich chillig hier. Habt ihr alle runtergeschossen von der Map? Oh. Eine Minute zurücklehnen und entspannen. Pathfinder, ich habe die Verriegelung aufgehoben. Sie können die Einsatzzentrale jetzt betreten. Sehr schön. Ja, nur wenn ich nicht Loot-Taste erwische. Oh, das sind doch noch mehr Leute. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So, schaut's ja aus. Gesetzlose. Puh! Der Drag holt sich die. Ob da ist wieder Loot. Falcon, eine neue Version. Die besser ist als die alte. Tschüss! Ah, das Geräusch auch noch. Hab ich den Typen dann hingeschossen.
ganz runter anscheinend. Ganz runter. Ja, Mist. Oh, yes. Gang nuts. Na also, ja. Hoffen wir, dass sie das aufhält. Die Sonne. Das Sonnenlicht, das wir gerade reingelassen haben. Das soll sie aufhalten. Was lebt hier noch? Wo ist der nächste Boss? Daumen drücken in diesem Spiel. Mass Effect mag anscheinend keine Musik. Die Rebellen mögen auch keine Musik. Ich denke, wir sollten uns auf einen Kampf einstellen. Nee, echt? Fette Explosion. Wir rennen da. Lade Munition nach! Nee. Der steht. Boah. Organa Boss, da ist ich denke, einer. Diese Konsole öffnet die Tür zu einem nahegelegenen Bunker. Worauf warten wir dann auch? Machen wir uns auf die Suche danach. Warum hast du diese Vermutung? Wow. Er hat einfach immer in die Nichts. In die Nichts. In die Nichts, ja? Nichts ist weiblich. Ich weiß. Okay, ich weiß. Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Ich meine, wir haben sie umgebracht, das wird sie aufhalten. Lebensfähigkeit, stark erhöht. Da. Da raus. Irgendwie hier. Okay, nahegelegener Bunker warm. Warte mal. Ist das kein nahegelegener Bunker? Hier. Hier unten ist irgendwas. Ein Leben da noch. Pass auf. Ha! Oh, wo hab ich den nicht reingeschossen? Oh, war das fies. War das fies. Squeeze! Yeah! Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Ach, Fresse, Rider. Nahegelegene Bunker. Mal Rider halten wir es hier noch lange aus. Nichts drinnen. Oh. Ich glaube, lange halten wir es nicht mehr aus in dieser. Nein. Nein, wir die Quelle nicht bald finden, müssen wir unter Wasser rationieren. Ich lasse alle nachsehen, was sie noch eintauschen könnten. Gut. Jedes bisschen hilft uns weiter. Das war Lebensstimme. Ich hab nachgedacht. Denkst du, Nia hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle? Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen, da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, die Verbindung ist abgebrochen. Ich habe davon gehört. Nia hat vor einiger Zeit von einer geheimen Wasserquelle erfahren. Indem sie es rationiert, hat sie jeden, der hier leben will, in der Hand. Das Gewölbe hier ist aktiv. Sobald das Terraforming abgeschlossen ist, wird es auf Eladen genügend Oberflächenwasser geben. Terraforming ist ein langsamer Prozess, Pathfinder. Die Wasserknappheit stellt jedoch ein akutes Hindernis für jegliche Besiedlungsversuche dar. Und die Kroganer sind bereits hier. Das könnte schnell zu einem Problem werden. Dann sollten wir uns darum kümmern. Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Enias Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Wir sind mit Sektor 15 durch. Hier ist nichts verflucht. Okay, ich streiche ihn von der Liste. Okay, Liam, wenn du das sagst, streichen von der Liste.
Was haben wir hier drin? Das machen wir einen Bunker aus. War hier nicht eine Mission? Warum riecht das hier nach einer Mission? Das riecht nach Mission. Ich bin bekannt für dieses Ding. Oh. Oh. Element Zero. Very welcome. Addition to the material lager. The material lager. How far are we into it? Wie lange spielen wir schon? Oh, eine Stunde. Das heißt, wir sind ja schon fertig. Jo. Ich bin fertig hier. Wieso?